Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in der DocBox Dokumente suchen und finden können. Die einfachste Möglichkeit, nach Dokumenten zu suchen, befindet sich auf Ihrem Dashboard. Oben neben dem DocBox-Logo sehen Sie die Schnellsuchleiste. Geben Sie einen Suchbegriff ein und drücken Sie auf Enter, um die Suchanfrage zu starten. Sie erhalten eine Übersicht der Dokumente, die Ihrer Suchanfrage entsprechen, und sehen, in welchem Verzeichnis Sie sich befinden. Um einen ersten Überblick zu erhalten, können wir mit der Maus über die Lupe fahren. Die Seiten, die das gesuchte Wort beinhalten, werden dabei rot markiert. Mit einem Klick auf den Dokumentennamen öffnet sich das Dokument in der Bearbeitungsansicht, in der wir es beispielsweise herunterladen können. Sollten Sie ein Suchwort verwendet haben, das sehr häufig in Ihren Dokumenten vorkommt, kann es sein, dass Sie sehr viele Dokumente angezeigt bekommen. Für eine genauere Suche können Sie die erweiterte Suche verwenden. Diese wird automatisch links auf der Suchergebnisseite angezeigt. Alternativ können Sie in der Menüleiste auf Suche klicken. Eine Schnellsuche entspricht dabei einer Suche im Feld, muss alle diese Wörter beinhalten. Sie können aber auch, wenn Sie mehrere Suchwörter benutzen, festlegen, dass nur eines dieser Worte enthalten sein muss, beispielsweise wenn Sie mehrere Namensschreibweisen ausprobieren möchten. Die DocBox sucht dabei nicht nur nach den exakten Begriffen, sondern auch nach Teilbegriffen. Wenn Sie beispielsweise nur Sonn eingeben, werden sowohl die Rechnungen von Herrn Sonntag als auch der Firma Sonnenschein gefunden. Wenn Sie sich sicher sind, dass ein Wort nicht in Ihrem gesuchten Dokument enthalten ist, können Sie auch alle Dokumente wegfiltern, die dieses Wort beinhalten. In den Feldern Dokumentenname und Ordner können Sie weitere Suchbegriffe eingeben. Unter dem Reiter Eigenschaften können Sie Ihr Suchergebnis noch weiter verfeinern und beispielsweise den Dokumententyp angeben. Über das Feld Erstelldatum können Sie alle Dokumente anzeigen lassen, die in einem bestimmten Zeitraum, beispielsweise dem letzten Jahr, erstellt wurden. Das Feld Archivierender Benutzer sucht nach dem Benutzernamen, der die Archivierung durchgeführt hat. Unter Ablageort können Sie nicht nur einen bestimmten Ordner festlegen, sondern auch auswählen, ob im Eingangsfach statt dem Archiv gesucht werden soll. Der Reiter Aktionen dient insbesondere der Suche nach Merkmalen aus der Dokumentenbearbeitung. So können Sie bestimmte Stempel ein- beziehungsweise ausschließen. Weiterhin können Sie auch die Texte Ihrer Notizen, Wiedervorlagen und Schlagwörter durchsuchen. Sie haben auch die Möglichkeit, sich alle Dokumente in einem Workflow anzeigen zu lassen oder in einem bestimmten Workflow-Status. Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick über alle Workflows, an denen Ihre Kollegen beteiligt sind. Schauen wir uns ein komplexeres Beispiel an. Sie suchen eine bestimmte Rechnung aus dem letzten Jahr, die Sie selbst archiviert haben. Wählen Sie den Zeitraum letztes Jahr oder alternativ den entsprechenden Jahresordner und sich selbst als archivierenden Benutzer aus. Sie erinnern sich, dass Sie die Rechnung abgelehnt haben und suchen nun zusätzlich noch nach dem Stempel abgelehnt. Ihr Dokument wurde gefunden. Alternativ möchten Sie einsehen, welche Rechnungen im letzten Monat nicht bezahlt wurden. Sie wählen als Zeitraum den letzten Monat aus und geben an, dass auf dem Dokument kein Bezahlstempel sein soll. Schränken Sie die Suche gegebenenfalls noch auf Ihren Ordner Eingangsrechnungen ein. Probieren Sie die Suche selbst aus. Im nächsten Video zeige ich Ihnen, wie Sie Dokumente aus der DocBox löschen können. Danke fürs Zuschauen.